Slipknot, der sich hier jetzt wieder hochkämpft. Oh. Oh ja. Yeah. Gegen Lars. Sehr gut. Lars gefällt mir. Es wird ein interessantes Matchup. So viel steht fest. Wo haben wir denn Zelda? Hier. Und mein Zelda ist crazy. Danke, danke, danke. Das ist sehr nett von euch. Dafung. Ich hoffe, es ist nicht falsch aufgesprochen, aber es ist eigentlich fast immer der Fall. Like, bist du jetzt öfter auf Turnieren? Ich versuch's tatsächlich. Also, ich habe so ein bisschen Lust wieder getankt. Ich habe auch mehr Zeit jetzt, wo mein Studium fast vorbei ist. Und irgendwie hat es mir gefehlt, einfach so ein bisschen Smash zu zocken. Die Leute sind alle cool, es macht Spaß und nett. Mega coole Atmosphäre, vor allem bei Frazer. Gefällt mir richtig gut. Tja, jetzt kommen wir aber mal zum Match. Leer ist auf jeden Fall ein schönes Lied, wollte ich gerade sagen. Dann kam die Triple Up Air vor Slipknot, aber Leer hat auf jeden Fall immer noch den Lead. So schnell gibt er ihn nicht auf. Das Schöne ist, was man bei Leer sieht, er spielt nicht so wie die typische Wi-Fi-Zelda. Ja? Aber er macht es auf jeden Fall sehr schön. Ja, Hamster, also du hast mir das Turnier nicht geklaut. Du hast es halt sehr schön geworden. Ich meine, ich habe ja das Winner-Set geklatscht gegen dich, aber dann hast du im Loser-Set halt die komplette Adaption gezeigt. Das hast du auch schön gemacht und du hast das Smash and Chill fair gewonnen. So, wofür muss man sagen? Ich habe noch nie so einen krassen Little Mac gesehen. Auch jetzt noch nicht im amerikanischen Bereich oder so. Also dein Little Mac hat schon echt drauf. Also Respekt meinerseits. Also, obwohl er hier den Lead hatte, hat Slipknot den sehr schön geholt. So. Und Slipknot jetzt hier versucht den Lead auszubauen. Lars hat die Api leider nicht getroffen. Schöner FTT. FTT ist immer so ein schöner irgendwie Pressure Move. Oh, leider gespottet. Ich glaube, es war ein bisschen tot. Es war bestimmt gebuffert. Warft. Die Wahrscheinlichkeit, dass Warft true wäre, ja. Muss noch. Ah, danke. Danke, Tuna. Das ist Losers Waters. So. Slipknot baut hier sein. Oh, habt ihr das gesehen? Das ist halt das, was ich meine, was Slipknot so crazy macht. Also, es war Microspacing. Er hat irgendwie nicht so viel Angst gehabt davor, dass es jetzt so eine Ranged-Attacke kommt und hat es komplett ausgenutzt. Tuna, du bist sehr confident. Ich werde auf jeden Fall noch nichts dazu sagen. Ich muss ja sowieso unbiased sein. Oh, wow, jetzt geht's aber los. Oh, was für ein Read. Der Donner-Read und wow. Das ist schon fast ein Clip wert. Das ist Glutiny-Level gewesen gerade. Sehr, sehr, sehr schön. Hat er wirklich schön gemacht, aber Downcount Lars out, würde ich sagen. Er hat auf jeden Fall in diesem Turnier bisher bewiesen, dass er es drauf hat. Also meiner Meinung nach, ich habe vorhin noch nie was von ihm gehört, er wahrscheinlich auch nicht von mir. Aber das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir gut. Das ist so eine richtig schöne, du siehst diese Offline-Zelda. Das ist, diese ganzen Online-Habits lässt er fallen. Ich weiß nicht, ob er online spielt, aber er hat sehr schönes Neutral, spielt ruhig, versucht sich overshooten zu lassen und er spielt halt auch Zelda. Ist nicht der beste Charakter im Game und dafür macht das echt gut. Aber 1-0 für Slipknot, trotz alledem, ist die Frage, kann er sein Lead weiter aufbauen oder wird es jetzt eben 1-1? Dieses Turnier hat, also ich glaube, das Set gerade eben war mit Abstand das knappste. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte eigentlich, ich verliere, aber ja. Manchmal hat man einfach die guten Reads. So. Slipknot holt sich wieder den Lead. Ich glaube, er hat das auf jeden Fall sehr leicht. Jetzt hat er zum Beispiel Luma nicht mehr, die rumnervt. Oh, da hat er versucht. Sehr schön. Zu Tomahawken. Hat es nicht ganz geschafft. Danke, Tuna, danke. Ich habe ihn halt nicht verlernt, ne? Das ist Smash 4 Fundamentals mit CF. Da muss man es ein bisschen anpassen und dann kommt sowas bei rum. Slipknot macht hier sehr, sehr schöne Grabs. Lars sieht dieses Match ein bisschen mehr lost aus. Aber die Adaption kommt er auch meistens immer so mit den Stocks. Nein, versucht ihn mit der Nair zu Dragdown. Der Uptilt ist nicht mal true gewesen, also er konnte ihn sogar shielden. Grabt ihn hier mit Forward Throw, will ihn irgendwie auf die andere Seite der Ledge bringen. Es gibt tatsächlich Leute, die greifen jemanden besser von links nach rechts oder von rechts nach links an, weil du den Stick halt anders bewegst. Manche machen es unterbewusst,
Oh, was für eine dicke Kombo. Also Slipknot zeigt dir auf jeden Fall. Oh, schade. Hat dir versucht, irgendwie ihn zu cross-uppen und zu grabben. Das Problem, was Lars gerade hat, ist auf jeden Fall, er kann die Range nicht halten, aufbauen. Er wird halt die ganze Zeit gecross-up von Slipknot. Er macht ja aber schön mit der Neutral wie die andere Neutral wie outsourced sozusagen. Kommt ja auf jeden Fall noch zurück. Sehr schön. Also, dieses Game sieht wirklich sehr konventionell aus. Slipknot hat jetzt auch irgendwie voll im Barium-Loop gelandet. Ist die Frage, also dieses Game für ihn zu verlieren wird auf jeden Fall schwierig. Das liegt ja auch nicht nur daran, dass er die Lead hat, sondern auch in der Art und Weise, wie er es spielt. Seht euch auch dieses Mix-Up an mit der Recovery. Lars hat eigentlich getaggt, aber er hat es zu spät gemerkt. Und also hat auf jeden Fall die Schultertaste gedrückt. Ja. Manchmal committet er zu sehr für die Grabs im Neutral, was ihn halt ein bisschen kostet. Was halt schön macht, ist zum Beispiel, also da war schon Beispiel wieder so ein Grab, der nicht hätte sein müssen. Er wird dafür gepunished. Man sieht ja auch, Slipknot ist nicht so einer, der instant für den Warp geht, sondern er wartet auch immer kurz. Also da ist er ja zum Beispiel für gegangen, weil er sich hundertprozentig sicher war, dass er killt. Und Convincing Thiefstalk, also Slipknot zeigt hier wirklich von vorne bis hinten, was er kann. Das macht er sehr schön. Schwierig. Lars hat sich eher Lars, also ich weiß nicht, wie er vorher gespielt hat, aber er spielt wirklich ordentlich. Jetzt ist halt das Problem, was Ultimate ist. Das eine ist Player-Matchup, ne? Also wie adaptet Lars jetzt gegen Slipknot. Das andere ist vielleicht aber auch Charakter-mäßig. Also wird er jetzt so mit Zelda versuchen zu adapten oder wird er vielleicht sogar für einen Counterpick gehen? Ob Lars jetzt einen anderen Charakter so confident ist? Turnier, sag ich schon, my bad. Slipknot geht tatsächlich hier für einen neuen Charakter. Slipknot nimmt hier Sephiroth, Sephiroth. Und Lars wollte eigentlich einen anderen Charakter picken, hat sich doch umentschieden für Zelda. Da Fang, auf jeden Fall noch zuversichtlich, dass Lars es holen kann. Danke, Schacke, sehr nett. Okay, jetzt ist wieder das Interessante ist halt, Slipknot gewinnt zwar jetzt mit Wario, hat einen Beefstock geholt, was er aber jetzt macht, ist, er shiftet wieder so ein bisschen den Tone des ganzen Matches, weil er jetzt so eine große Range hat und auf die muss er jetzt erstmal klarkommen, also Lars. Aber er hat jetzt auf jeden Fall schon, würde ich sagen, in der kurzen Zeit mehr Prozente geholt als vorher. Und Sephiroth kann dich halt nicht so gut mix-upen von oben. Das sieht man auch hier direkt, dass Lars mit dem Sephiroth-Matchup, also entweder kennt er das Matchup oder er kommt einfach generell besser klar. Oder er kann Wario halt nicht so gut. Es gibt halt hunderte Gründe, was sein könnte. Bisher macht das schön. Slipknot hat jetzt schon die Wing, was ihn halt einen extra Double Jump verschafft und mehr Kill Power gibt. Jetzt Backthrow. Da muss er aufpassen, kriegt hier die Dash Attack an. Er wollte, glaube ich, nicht dahin, das war nicht mit Absicht. Aber da muss er jetzt durch. Da muss er jetzt nicht durchbeißen und weiterspielen. Konzentriert bleiben, versuchen neutral ruhig zu spielen, das ist immer das Wichtige. Du darfst, wenn du hinten bist, darfst du nicht paniken. Du musst deinen Gameplan weiterspielen. Ja, jetzt wird er von Octoslash getroffen auf Sage und das ist halt eklig. Also wenn du diesen Gimp nicht schaffst, wirst du halt dafür echt bestraft und wow, wie früh er stirbt. Ultra früh. Und jetzt muss er sozusagen noch einmal wirklich alles geben. Er muss wirklich versuchen, safe zu spielen. Da kommt wieder so ein Grab, der echt ill-advised ist, aber ja. Manchmal ist es so. Mit deinem Nutri hat er so ein bisschen das Landing gesaved. Wird hier aber wieder gegrabt, also Slipknot, was Slipknot halt schön macht, ist, wenn er grabt, er overshootet halt direkt. Wenn der andere an der Ledge ist, braucht er nicht overshooten, aber was er dann halt macht, ist, wenn er sieht, da ist noch so ein bisschen Space, dann geht er schon davon aus, dass der andere jetzt ein bisschen weiter wegrennen wird, wenn er grabben will. Und dann rennt er auf jeden Fall weiter, als der andere steht und grabt ihn dann. Und das macht er wirklich schön. Ja, wird hier von der Side getroffen, kriegt den ersten Stock.
Und der erste Stock ist meistens der wichtigste. Jetzt hat er hier diese drei Kugeln. Ah, leider ein bisschen mistimed. Stirbt hier fast von der Back Air. Ja, es ist Dolch hier mit der Nitro-V offstage. Kriegt jetzt auch mal einen Grab. Kriegt hier nur Soft Hit. Ich glaube, es war Back Air. Das kann auch fair gewesen sein. Die sind da ziemlich ähnlich, die Moves. Grab, F-Throw, den Nitro-V. Da war es jetzt hat zum Beispiel Lars zum ersten Mal richtig schön gejumpt. Naja, nicht ganz, Tuna, nicht ganz. Ist auf jeden Fall schon ganz anders. Sephiroth hat bei allem sehr viel Startup, hat er bei Range und das hat er echt gut gespielt. Also, er hat es ja zweimal hintereinander gemacht, hat das 3-0 geholt, indem er zweimal Wario einen Win holt und dann spielt er Sephiroth. So, Slipknot